Ich bin heute zu Besuch in einem Camp von BaumbesetzerInnen. Ich möchte wissen, wie hart ist das Leben als BaumbesetzerIn? Es kommt hin und wieder mal vor, dass so eine Plattform so ein bisschen abrutscht durch einen Sturm. Warum tun sich das Leute an, unter widrigen Bedingungen, hier Schneefall, minus 4 Grad, da oben zu sitzen? Und es ist ja auch nicht ohne Risiko. Das ist ein Schockmoment. Ich bin jetzt hier einen Tag dabei, schaue mir an, wie das Campleben funktioniert. Und vor allem will ich wissen, wie sich das anfühlt, wenn man quasi immer Angst haben muss, dass das Camp geräumt wird. Das kann nämlich jederzeit passieren. Ich bin hier übrigens mitten in Flensburg, im Bahnhofswald, einem Wäldchen in Privatbesitz. Hier soll ein Hotel mit Parkhaus gebaut werden. Ich bin hier verabredet, und zwar mit der Eike. Ich weiß nur gerade nicht, in welchem der Häuser sie wohnt. Moin. Ich suche die Eike. Ja, du hast sie gefunden. Ah, ich dachte, du bist oben auf dem Baum irgendwo. Nee, jetzt nicht mehr. Eike ist Anfang 20 und studiert Bio. Sie will anonym bleiben, um sich zu schützen. Wo wohnst denn du? Ich komme gerade von ganz da hinten. Von ganz da hinten? Vom hintersten Baumhaus. Eike wohnt seit 4 Monaten fast durchgehend hier und will erst gehen, wenn der Hotelbau verhindert ist. Und wie hältst du das aus mit der Kälte? Naja, ausreichend schlichten Klamotten und nachts genügend Schlafsäcke, eine Wärmflasche. Eure Baumhäuser haben ja alle einen Namen, das heißt jetzt hier Hotel. Genau. Warum? Die ersten Baumhäuser, die wir gebaut haben, haben wir so namentlich am Bauprojekt orientiert. Ah. Und das hier war eben das erste und hier vorne soll ja auch das Hotel hin. Und hast du da auch mal gewohnt? Ja, das war das Baumhaus, wo ich bisher am längsten gewohnt habe. Ah, können wir da mal reingucken? Ja, also das ist unser niedrigstes Baumhaus und da kommt man eben auch noch ganz gut ohne Kletterkenntnisse über eine Leiter hoch. Manche von den Baumhäusern sind echt weit oben, bis zu 10 Meter. Also später wurde mir noch ein Kletterkurs versprochen, damit ich auch an die anderen Baumhäuser komme. Aber ich bin jetzt erstmal ganz froh, dass ich mit dem Kleinen anfangen kann auf der Leiter. Also ich habe es jetzt gerade gemerkt, als ich mich hingesetzt habe, draußen geht der Wind, dass das ganze Baumhaus, ja gut, es ist halt im Baum, ja, dass sich das eben so leicht bewegt. Hast du denn da Vertrauen in die Konstruktion? Ja, also die Menschen, die Baumhäuser bauen oder die die Balken dafür einbinden, also die Balken werden nur mit Seilen eingebunden, um die Bäume nicht zu beschädigen. Dafür muss man natürlich entsprechend wissen, wie das funktioniert. Und die Menschen, die das machen, die wissen in der Regel, wie das geht, machen das schon eine Weile. Deswegen vertraue ich da auch drauf. Es kommt hin und wieder mal vor, dass so eine Plattform so ein bisschen abrutscht durch einen Sturm, aber das ist eher selten. Ist hier schon mal irgendwas passiert, dass da beim Baumhaus abrutschen, sich da jemand verletzt hat oder so? Nee. Also hier nicht. Woher nehmt ihr eigentlich dieses ganze Material? Weil du brauchst ja jede Menge. Ich meine, da ist sogar ein Fenster drin, Holz, diese ganzen Teppiche, Matratze. Das sind alles Reste. Also Sperrmüll, Menschen, die irgendwie Dinge loswerden wollen, die sagen, hey, ich habe hier noch einen Teppich rumliegen, habt ihr dafür Verwendung? Oder wenn irgendwo Fenster an der Straße rumstehen, irgendwer das sieht, bringt er die mit. Ich sehe hier gerade was in der Ecke, und zwar ein Funkgerät. Wofür benutzt ihr das? Wir stehen damit zwischen den Baumhäusern in Kontakt. Das heißt, in jedem Baumhaus ist im Prinzip ein Funkgerät? Im Idealfall ja. Ah, okay. Gut, das kann ja auch ganz praktisch sein. Also ich meine, so ganz banale Sachen kann man ja schnell mal darüber absprechen. Aber ich vermute auch, dass dahinter wahrscheinlich ein bisschen mehr noch steht, so wenn es mal schnell gehen muss oder so, wenn die Räumung anstehen würde. Auf jeden Fall. Also wenn wir hier vorne mitbekommen würden, dass größeres Polizeiaufgebot kommt, dann würden wir das natürlich durchfunken und dann wüssten die Baumhäuser, die hinten keinen Blick auf die Straße haben, auch Bescheid. Habt ihr da eigentlich so einen Masterplan, dass ihr genau wisst, okay, wenn das jetzt passiert, Polizei fährt vor, es geht los, ihr funkt euch gegenseitig an und dann wissen alle, was sie zu tun haben? Es gibt keinen Masterplan. Jede Person entscheidet selbst, was sie macht. Wüsstest du, was du machst? Ja. Würdest du sagen, was du machst? Oder? Nee. Wenn die Polizei kommt, dann würde die ja euch erstmal auffordern, kommen Sie runter. Ja, gehe ich von aus. Ja, genau. Und du hast dir schon überlegt, was du in so einer Situation tun würdest. Ja, natürlich gehe ich nicht runter. Du gehst nicht runter. Wenn du dich widersetzt, dann kann das ja auch als Widerstand gewertet werden, ne? Juristisch. Ich glaube, da gehen wir gerade in einen Bereich, den wir hier nicht diskutieren müssen. Ja, aber das ist natürlich schon eine Frage, weil am Ende steht man ja selbst irgendwie so als Person dann dafür gerade und muss sich gegebenenfalls dafür verantworten. Also es ist ja auch klar. Dir muss ja dann auch klar sein, dass du dann gegebenenfalls Konsequenzen zu tragen hast. Auf jeden Fall, ja. Das ist mir völlig klar. Und das ist dir aber auch wert. Ja. Das Jahr kam schnell und sehr überzeugt. Der Bahnhofswald gehört privaten Investoren. Und die wollen hier ein Hotel mit Parkhaus für rund 50 Millionen Euro bauen.
Mit der Besetzung begehen Eike und die anderen AktivistInnen unter anderem Hausfriedensbruch. Eine Straftat. Nach § 123 steht darauf eine Geldstrafe oder sogar bis zu ein Jahr Gefängnis. Ah. Bei dieser ganzen Rein- und Raus-Kraxelei bleibt einem auf jeden Fall warm. Und beim Klettern wird einem wahrscheinlich ja noch wärmer. Ja, auf jeden Fall. All Cops are Bastards, Tags, Antifa-Flaggen. Politisch stehen hier viele sehr weit links. Und einigen geht's um mehr als nur um Bäume. Es geht auch um grundsätzlichen Protest gegen ein kapitalistisches System. Das Camp-Frühstück wird schon mal nach dem Solidarprinzip organisiert. Woher kommen denn die ganzen Sachen überhaupt? Die bekommen wir größtenteils gespendet von Menschen, die das gut finden, was wir hier machen, aber selber nicht die Kapazitäten haben, irgendwie mitzumachen. Guten Appetit. Funktioniert das denn jetzt hier gut so mit der ganzen Versorgung im Camp, dass es immer was zu essen gibt? Ja, meistens funktioniert das ganz gut. Ja. So, jetzt will ich aber erstmal sehen, welche Bäume hier eigentlich alle gefällt werden sollen. Das meiste, was man jetzt hier an Bäumen sieht, das würde tatsächlich alles gefällt werden. Genau, also hier vorne an der Straße, das alles weg. Alles weg, alles genau. Weg. Und da am Hang auch die großen Linden, kommen zum Teil auch weg. Mhm. Hier vorne kommt eben das Hotel hin und dahinter das Parkhaus. Was ich hier gesehen habe, es sind ja überall an den Bäumen so kleine Schilder. Ja. Und hier steht an dem Baum, ich bin zu klein, und um überhaupt von der Flensburger Baumschutzsatzung berücksichtigt zu werden. Was heißt das denn? Genau, also es gibt Bäume und es gibt Bäume. Und das ist für mich ein Baum. Ja, danke, das würde ich auch sagen. Laut Flensburger Baumschutzsatzung gilt ein Baum aber erst ab 80 cm Umfang als Baum. Nach dieser Definition stehen hier nur rund 120 Bäume. Und einige davon sind mehr als 140 Jahre alt. Etwa 40 davon sollen auf jeden Fall weg. Die Rodung muss bis Ende Februar fertig sein. Danach darf zum Schutz der Vögel und wegen Waldbrandgefahr nicht mehr gefällt werden. Eike und die anderen AktivistInnen müssen also noch knapp 3 Wochen durchhalten, um den Bau zu verhindern. Noch wartet die Stadt mit der Räumung. Das liegt laut Rathaussprecher vor allem an der hohen Zahl an Corona-Infektionen in Flensburg. Was treibt dich denn da so an? Was motiviert dich, so dich 4 Monate auf den Baum zu hocken und auch durchzuhalten? Das Gefühl, nicht untätig zu sein. Also die Probleme, die da sind, die überall sind, über die ich mich, wenn ich nichts machen würde, die ganze Zeit nur aufregen würde, wirklich aktiv anzugehen. Aber es geht nicht nur darum, den Wald selber zu erhalten, sondern eben auch das zu verhindern, was hier entstehen soll, eben das Hotel und das Parkhaus. Flensburg hat mehr als genug Hotels, überhaupt haben wir mehr als genug Hotels, mehr als genug Tourismus. Und das Parkhaus, ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber zu diskutieren. Also wieder ein Fokus auf mobilisierten Individualverkehr, das brauchen wir einfach nicht. Wir brauchen kostenlosen ÖPNV, mehr Fahrradinfrastruktur. Die Stadtverwaltung sieht das ganz anders. Sie argumentiert: Das Parkhaus schafft neue Parkmöglichkeiten für PendlerInnen im Bahnhofsviertel. Das Hotel macht die Stadt attraktiver für den Tourismus. Momentan gibt es noch zu wenige Hotels und Arbeitsplätze werden auch geschaffen. Was sagst du denn zu den Argumenten? Naja, aber hier gibt es ja auch ein wirtschaftliches Interesse. Wir wollen dieses Hotel bauen, das ist gut für Flensburg. Dann gibt es mehr Touristen, dann entstehen Arbeitsplätze. Ja, gerade das Argument mit den Arbeitsplätzen lässt sich ganz einfach entkräften. There are no jobs on a dead planet. Also, wenn wir unsere Lebensgrundlagen zerstören, dann brauchen wir uns gar keine Gedanken mehr, um Arbeitsplätze zu machen. Deswegen müssen wir erst eben unsere Ökosysteme, unsere Natur, das, was von unserer Welt noch übrig ist, irgendwie retten. So, jetzt muss Eike aber auch arbeiten. Ist heute großer Renovierungstag oder was steht an? Ja, das kommt immer mal wieder vor, dass so Renovierungstage sind. Je nachdem, wie das Wetter ist und wie Menschen motiviert sind. Ist das so eine typische Tagesbeschäftigung, dass ihr quasi irgendwas weiterbaut oder repariert? Ja, das ist auf jeden Fall eine der Aufgaben, die regelmäßig anfallen. Ja. Ich will jetzt auch mal da hoch zu den höheren Baumhäusern. Aber dazu muss ich klettern. Moin, du willst klettern lernen. Hanna Poddich, sie nennt sich selbst Vollzeitaktivistin und hat Erfahrung in solchen Camps. Mir wurde gesagt, dass du hier quasi mit Anfängern wie mir solche Crashkurse machst. Ja, genau. Also Crashkurs ist schon das genau richtige Wort. So ein richtiges Klettertraining ist das nicht. Mhm. Ein Klettertraining ginge bei uns eine Woche. Aber macht ihr das so, also mit 9 AktivistInnen, die jetzt irgendwie jetzt sagen, ich will mitmachen, und dann kommst du und sagst, jetzt gibt's erstmal hier den Workshop, so geht das? Ja und nein. Also komplette Trainings machen wir hier nicht, weil diese Besetzungssituation das so nicht hergibt. Aber es ist schon so,
dass es den Leuten, die das halt schon lange machen und die das gelernt haben, wichtig ist, auch so Sicherheitswissen zu vermitteln. Also wir haben zum Beispiel auch mit Leuten retten geübt. Wenn jetzt Leute im Seil ohnmächtig werden würden, dann wäre mein Anspruch, dass Leute hier sind, die dann die Leute runterholen könnten. Würdest du denn sagen, dass so eine Art des Protests dann auch, naja, anspruchsvoll oder sogar gefährlich sein kann? Ja, auf jeden Fall ist es eine gefährliche Aktionsform, gar keine Frage. Und es gibt ja auch durchaus immer wieder Unfälle beim Klettern. Und gerade deswegen finde ich es so wichtig, da so eine Grundsensibilisierung für die Gefahren zu schaffen. Aber politische Aktionen funktionieren auch nicht ohne ein gewisses persönliches Risiko. Dafür machen wir einen Klemmknoten an das Seil. Und zwar wickeln wir das hier so durch. Kontrollier es mal und gib mir eine wohlwollende Note. Korrekt. Ah, safety first. Yeah, yeah. Mit dem musst du jetzt in die schwarze, also in die obere Schlaufe rein. Ja, vielleicht das ist ja schon mal jetzt in die obere Schlaufe. Das ist ja super hier. Yeah, yeah, it's done. It's done. Das Baumbesetzungscamp im Winter ist schon nochmal eine ganz andere Herausforderung, oder? Keine Frage. Wir haben im Oktober angefangen und das waren ganz andere Temperaturen, wobei es natürlich die ersten Nächte auch kalt war, weil wir nichts an Infrastruktur hatten. Wir haben die Sachen ja erst nach und nach gebaut und isoliert. Das heißt, die ersten Tage waren eher improvisierte Plattformen mit Plane oder Hängematte oder so. Und Hängematte Anfang Oktober ist schon auch sehr kalt. Aber wenn die Finger wieder ein bisschen wärmer werden, dann... Ist das alles viel einfacher? Ah, ist das so viel an... Habt ihr das gesehen? Ich wäre fast abgestürzt. Erklär. Der Karabiner, in dem du hängst, hat sich quergestellt. Mhm. Das heißt, der hing nicht gerade, sondern war 90 Grad verdreht. Das ist erstmal von der Last her überhaupt kein Problem. Aber dann kann es halt passieren, dass du beim dich reinsetzen so reinrutscht und dann halt diese 2 Zentimeter reinfällst. Ja. Das ist ein Schockmoment. Ein kurzer Schockmoment ist es, muss ich sagen. Ich meine, ich hänge jetzt nicht in 100 Meter Höhe, aber ich sag mal, 80 Meter Höhe sind es locker. Ja, das musst du jetzt so genau nicht zeigen, Mensch. Sag mal, ich habe keine Höhenangst, aber so Höhe ist mir schon ein bisschen unangenehm. Und das merke ich zwischendrin, wenn sowas dann passiert, merke ich das schon, dass ich dann denke, ach ja, man ist irgendwie nur man hängt an so ein paar Seilen und wenn das dann ruckt und klickt, dann, naja. Wir sind knapp 5 Meter hoch, schwer zu räumen für die Polizei. Oh, Kitty, ich bin da! Ein kleiner Schritt für richtige BaumbesetzerInnen, aber ein großer für den Meini. Ich bin im Baumhaus. Was ich nicht gedacht hätte, weil die sehen ja von außen so stabil aus und sind ja auch irgendwie, ja, die sind ja auch stabil konstruiert. Aber dieses Baumhaus schwankt. Also hier ist jetzt fast wie auf dem Boot. So, jetzt mal schauen. Ja, ich sehe hier sogar mit Lattenrost, also es ist nicht einfach nur eine Matratze hingelegt, sondern das ist ja richtig schon Schlafkomfort. Ja, klar. Und du da oben, du stopfst quasi die Löcher, damit es nicht so durchpfeift hier, oder? Ja, ich habe die Wand gerade gemacht und jetzt das letzte kleine Loch. Inwieweit seid ihr denn eigentlich ständig auf eine Räumung vorbereitet? Also es ist ja so, dass schon mal eine Räumung anstand und es einen konkreten Termin gab, der dann nur kurzfristig geplatzt ist. Und da sind wir in so sehr eifrigen Trubel verfallen, haben dann noch dies und das und jenes besorgt. Die konkreten Dinge, die wir dann gemacht haben, sind tatsächlich so, wir nennen das Eviction Food, zu besorgen. Also Dinge, die halt lange haltbar sind, die satt machen, die ohne viele komplizierte Schritte zubereitet werden können. Ansonsten war es schon auch da so, dass wir halt wild rumgewuselt sind, geguckt haben, sind überall genug Decken, sind genug Schlafsäcke da, wie ist die Trinkwassersituation, nochmal Trinkwasser aufgefüllt haben, sowas. Trotzdem haben wir eine Grundversorgung jetzt auf allen Baumhäusern eingerichtet. Das heißt, es wäre jetzt nicht so, dass wir dann gehen müssten, wenn es uns irgendwie spontan trifft. Würdest du sagen, dass so eine gewisse Radikalität sein muss, damit
ihr auch überhaupt etwas erreichen könnt? Also sagen wir mal so, ne, mit dem Klimawandel kann man nicht verhandeln, so, weil Physik halt einfach nichts Verhandelbares ist. Und deswegen, glaube ich, ist die Zeit von immer wieder darauf hinweisen, dass wir Klimawandel haben, dass es ein Problem ist, dass wir grünere Städte brauchen, dass wir Verkehrswende brauchen, so ein bisschen vorbei. Und es braucht halt auch diese deutlichen Schritte, um klarzumachen, hey, wir meinen das ernst. Wir haben keine Lust, die nächsten 30 Jahre auch noch die immer gleichen wissenschaftlich gut fundierten Appelle zu formulieren, wenn dann doch das Gegenteil passiert. Deswegen bin ich persönlich auf jeden Fall sehr doll davon überzeugt, dass es diese Grenzüberschreitungen braucht. Zum Thema Gewalt gegen PolizistInnen sagt Hannah nur so viel. Sie wünscht sich so wenig Gewalt wie möglich, aber auch so viel wie nötig. Krass, dass sie Gewalt gegen PolizistInnen nicht grundsätzlich ausschließt. Das geht so weit, finde ich. Was die Stadt hier als Klimamaßnahme anbietet, ist den AktivistInnen zu wenig. Die Stadtverwaltung will die gefällten Bäume durch Ersatzpflanzungen und andere grüne Ausgleichsmaßnahmen kompensieren. Das ist aber kein Ersatz für einen alten, gewachsenen Wald, sagen die AktivistInnen. Also ich kann euch sagen, wer Höhenangst hat oder zumindest kein großer Höhenfan ist, so wie ich, der wird jetzt so ein bisschen nervös. So wie ich. Touchdown! Sag mal, Hannah, ich meine, du machst das zwar schnell hoch runter, aber das ist ja trotzdem immer ein gewisser Aufwand. Wie ist denn das jetzt so, wenn ihr mal aufs Klo müsst? Zum Beispiel nachts, wenn man so schön eingemuckelt ist im Schlafsack. Ja, dann kann man das schon mal verfluchen, auf jeden Fall. Wir haben zum Glück in der Nähe hier ein paar öffentliche Toiletten, die wir mitnutzen können. Und es gibt auch irgendwie Leute außen rum, wo wir mal aufs Klo gehen können. Und für den größten Notfall haben wir halt auch ein Kompostklo selber hier im Wald gebaut. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten und für den Fall von so Räumung oder sowas. Wenn ihr länger, wenn zwei Tage da oben sitzt oder genau, wie auch immer. Dafür haben wir Eimer mit Sägespänen auf den Baumhäusern. Wie ist denn das so mit so, ich sag mal, so Basic-Komfort, wie irgendwie mal duschen gehen oder so? Habt ihr da irgendwelche, könnt ihr in irgendwelche Wohnungen dann mal rein oder wie läuft das? Also ein Teil der Leute, die hier auf der Besetzung leben, haben ja auch sonst noch ein Zuhause in Flensburg. Und es gibt so verschiedene WGs und Einzelpersonen, die angeboten haben, dass wir da duschen können. Es wird Abend und immer ungemütlicher. Es ist echt saukalt und Hunger habe ich auch. Mal schauen, wie es Eike geht. Und steht schon Essen auf dem Tisch? Nee, leider noch nicht. Es ist ja wirklich nicht so ganz ohne hier. Es ist schon, sind schon harte Tage. Also wie wichtig ist dir, dass das mit dem Essen gut funktioniert? Also es ist schon wichtig, weil alles, was nicht funktioniert, eben wieder unsere Kapazitäten beansprucht. Also das kostet alles Zeit und Energie und deswegen sind wir sehr froh, wenn uns Menschen da auch unterstützen und uns das abnehmen. Kostet natürlich im Zweifel nicht nur Zeit und Energie, sondern sogar auch Geld, wenn ihr selbst mal irgendwie einkaufen gehen müsst. Wie finanzierst du denn das eigentlich alles? Naja, also solange ich hier bin, habe ich eigentlich kaum Ausgaben. Mhm. Ich habe natürlich ein WG-Zimmer in der Stadt, in der ich wohne. Ja. Und naja, die Miete muss natürlich bezahlt werden. Aber da gibt es dann so Sachen wie Kindergeld und Unterhalt. Und dafür reicht es auf jeden Fall. Es heißt, warmes Essen sei unterwegs. Keine Ahnung, wann es kommt und von wem. So, Erlösung. Essen wurde geliefert. Und Eike steht da hier schon am Buffet sozusagen. Was gibt's denn Schönes? Ein Eintopf. Den hat eine Unterstützerin gekocht. Das Camp bekommt eben viel Support aus der Flensburger Bevölkerung. Ja, Essen ist doch was Gutes. Es hilft irgendwie. Na, wie ist es? Kalt. Ist das jetzt so die übliche Zeit, so 9 oder 10 Uhr, wo du dann irgendwie in dein Baumhaus gehst und den Tag beendest? Ja, also es kommt immer voll drauf an, wie der Tag so gelaufen ist, auch wie das Wetter war und so. Und heute war es halt super kalt, es war super anstrengend und da gehe ich dann tendenziell auch echt früh schlafen. Kann es denn sein, dass heute Nacht hier irgendwas Überraschendes passiert, dass auf einmal die Polizei da steht, morgen früh um 5 oder so und sagt, jetzt räumen wir, obwohl aktuell nichts drauf hindeutet? Ja, natürlich. Also wir rechnen jetzt nicht unbedingt damit, aber wir sind auf jeden Fall darauf vorbereitet und klar zeigen die das nicht vorher, die wollen uns natürlich auch überraschen. Kurz vor 22 Uhr. Wenn heute Nacht irgendetwas passieren sollte. Wir sagen euch Bescheid. Das ist cool. Gute Nacht. Eike versucht sich irgendwie warm zu halten. Und ich freue mich ehrlich gesagt auf mein Hotelbett. So, ich habe mich jetzt eingekuschelt in meine drei Schlafsäcke und meine Decke.
und habe noch eine Wärmflasche dabei und gehe dann jetzt schlafen. Gute Nacht. Nächster Morgen, kurz vor 8. Sieht alles ruhig aus und ich glaube, es ist auch nichts weiter passiert in der Nacht. Ich wurde jedenfalls nicht angerufen. Ich sehe hier keine Polizei, aber es sind minus 6 Grad. Also das spricht dafür, dass es trotzdem eine harte Nacht war. Guten Morgen. Ich glaube, bei dir da oben war es jetzt gerade wärmer als hier unten. Willkommen auf der Erde. Wie war denn die Nacht? Im Schlafsack ganz angenehm. Ja, hat die neue Isolierung ein bisschen was gebracht, die ihr gestern anmontiert habt? Ich glaube ja, aber es war trotzdem, also der Raum an sich ist schon kalt. Also auch jetzt gerade beim Aufstehen war das schon eine Hürde. Ein scheiß Moment, oder? Jetzt hier raus. Ja. Wir rühren uns nicht vom Fleck. Wir wissen jetzt beide nicht, was hier in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Aber das ist jetzt ein bisschen komisch. Ihr seid schon in der Zukunft und deswegen können wir euch jetzt zeigen, was hier passiert ist. Versteht ihr? Und eine Woche nach meinem Besuch im Camp passiert dann das. Ich bin heute Morgen von Kettensägengeräuschen aufgewacht. Die Investoren schicken überraschend Sicherheitsleute und Holzfäller. Die beginnen, Bäume anzusägen. Eine Gefahr für die BesetzerInnen. Bis die Polizei die Holzfäller stoppt. Nee, die hören jetzt auf. Wir sind von der Polizei und wir sagen, die hören auf. Und dann ist Schluss. Eike und ein paar andere AktivistInnen verschanzen sich in den Bäumen und werden von DemonstrantInnen unterstützt. Doch die Stadt entscheidet, dass die angesägten Bäume kontrolliert gefällt werden müssen. Die Polizei beginnt, das Gelände zu räumen. Eike bleibt 4 Tage durchgehend in den Baumhäusern. Die Polizei hat das Baumhaus auseinandergenommen und mich da rausgeholt und dann in Gewahrsam genommen. Ich war während der Räumung sehr angespannt und sehr viel alleine. Also ich war halt vor allem total gestresst und auch einsam. Und hatte aber durch diesen Stress kaum Emotionen und das hält sich auch weiter. Also ich fühle fast gar nichts. Mittlerweile wurden fast alle Bäume für den Bauplatz des Hotels gefällt. Also das Baumbesetzen ist schon eine radikale Protestform. Das ist nicht ungefährlich und dann ist ja auch noch das juristische Risiko da. Also im Zweifel tust du hier was Illegales und kannst dafür bestraft werden. Ich persönlich fand es krass, wie die Leute sich hier engagieren und was für einen Willen die haben. Was ich aber allgemein ganz wichtig finde, Protest sollte ohne Gewalt auskommen. Wie ist denn das bei euch? Wie weit würdet ihr für Protest gehen? Würdet ihr zum Beispiel auch einen Baum besetzen? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Wenn ihr öfter solche Reportagen sehen wollt, dann lasst uns doch mal hier ein Abo da. Und ich war schon mal bei einer ziemlich radikalen Protestaktion dabei. Wenn ihr sehen wollt, was da passiert ist, dann klickt mal hier.